Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Babymonitor. Und dann würde ich sagen, packen wir das gleich gemeinsam nach dem Intro aus. Dieses Video wird unterstützt von Golden Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Bevor wir zum Auspacken kommen, ein Danke an Vizolink, die haben mir dieses Video-Baby-Phone oder Monitor VB10S zur Verfügung gestellt. Und dann würde ich sagen, jetzt packen wir das gemeinsam aus. Wir brauchen keine App, kein WLAN. Hier ist alles drin, was wir brauchen. Sogar Temperatur können wir messen damit. Nachtaufnahmen, wir können kommunizieren darüber. Also wenn das Baby oder das Kleinkind oder von mir aus pflegebedürftige Person, bis zu 350 Meter circa Reichweite funktioniert das. Aber wir packen das jetzt erstmal gemeinsam aus. Hier ist ein schöner Karton. Hier ist noch ein Karton. Hier ist die Bedienungsanleitung bzw. Quick Start Guide und die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann packen wir auch mal aus. Hier haben wir auch einen Schraubverschluss. Hier sind die Mikrofone und Lautsprecher. Das ist natürlich auch ein bisschen mit Ohren so gemacht, dass das, ja, ich sag mal, hübsch oder süß aussieht. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hier haben wir den Quick Start Guide für Babymonitor. Ja, hier vorne haben wir das auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann haben wir das auch auf Deutsch. Sehr gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, was wir nicht machen dürfen, also ja, hier ist klar, Kleinkinder oder so dürfen klar nicht mit Strom spielen oder Netzkabel. Hier wird dann klar in Fuß, welche Position man anbringen sollte oder möchte, aber das muss man einstellen vor Ort. Hier ist dann auch beschrieben, wo was ist. Ein Mikrofon, eine Antenne, Infrarot-LED, Linse, Leistungsanzeige, Sprecher, also Sprechlautsprecher. Das ist die Position 7, das ist das, was ich hier hinten gezeigt habe. Hat einen USB-C-Anschluss. Speicherkarte können wir auch einstecken. Und die Reichweite, hatte ich ja schon zu Beginn gesagt, liegt zwischen der Kamera und dem Monitor so circa maximal 350 Meter. Ja, hier ist denn der Monitor beschrieben. Ja, aber das gucken wir uns auch gleich alles einmal an. Und dann im zweiten Video kann ich jetzt schon sagen, werden wir das gemeinsam einrichten. Ja, hier ist Spanisch, ja, Japanisch, Koreanisch oder Mandarin, also sprich Chinesisch. Hier ist Kyrillisch, das müsste dann Russisch sein. Also hier sind viele Portugiesisch, also Italienisch, richtig schöne, viele Sprachen, dass das schön zu lesen ist. Aber das packen wir jetzt mal weg. Wir kommen zum ersten Kartoninhalt. Hier kommt, sehen wir schon, zwei USB-A auf USB-C, jeweils ein Netzkabel, eine Halterung und zwei Netzteile. Die sind mit USB-A und die Geräte sind mit USB-C. Ja, hier haben wir die
Montagehalterung, Schrauben mit Dübel. Es ist eine Möglichkeit, damit die Kamera festzumachen. Das heißt, wenn sie ein bisschen höher sein sollte, müssen wir das hier wieder arretieren. Und dann können wir das hier schön festmachen. Man kann das natürlich auch auf ein Stativ machen, also um Gottes Willen. Also, dann kann man das ein bisschen festmachen. Ich würde sagen, wenn man einen richtig schönen Tisch hat oder sowas, der das Baby oder auch kann ja auch eine Person sein, die gepflegt werden muss. Also um Gottes Willen, das ist ja nicht nur für Babyüberwachung, sondern kann ja auch für jemand anders sein. Packen wir mal einen Hintergrund. Auf jeden Fall sehr viele Details, sehr viel Inhalt. Ja, hier kommen wir zum Monitor. Ja, hier ist natürlich auch noch die Folie drauf, sowie auf der Linse. USB-C-Anschluss. Hier haben wir so einen Ständer, dann können wir das auch aufstellen. Hier haben wir die Mikrofontaste, Cam-Taste. Ich muss das jetzt auch einfach mal alles aufladen. Hier haben wir die Antenne zur Verstärkung, Ein- und Ausschalter. Dann werde ich das laden und dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Teil davon. Und dann können wir das uns mal im Detail ansehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdig.